Machst du die Begrüßung? Gefreut, wie du gerade bist? Hm? Ist er wieder schüchtern. Okay, danke, Malo. Guten Morgen, YouTube, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zu einem What I Eat in a Day. Es ist Sonntag, wir waren schon trainieren. Hier ein kurzes Edit. Xylitol zum Süßen und Hafermilch. Die habe ich übrigens selbst gemacht. Wie, zeige ich euch jetzt auch ganz schnell. Haferflocken, 30 Gramm Proteinpulver. Übrigens hat Prozis ganz viele neue Sorten von veganem Proteinpulver. Ich habe bis jetzt ja probiert Vanille, Schoko und jetzt halt eben das erste neue, das ich habe, ist Smooth Banana and Walnut. Schmeckt richtig geil. Ich, wenn ich es trinke, süße ich es noch nach mit eben auch Xylitol, weil Prozis sehr... Ja. Natürlich daran geht. Ja. Irgendwie, es schmeckt wirklich sehr natürlich, deswegen ich brauche da ein bisschen mehr Süße. Und dann finde ich das auch sehr lecker. So. Okay. So, davon brauchen wir 30 Gramm. Einen halben oder einen, ja, kleinen Teelöffel Backpulver. Übrigens ist das Rezept auch auf meinem Blog. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Da ist das alles schön aufgelistet mit Nährwerten und weiteren Rezepten. Okay. Ihr könnt natürlich, womit ihr wollt, süßen. Ich nehme, wie gesagt, Birkenzucker. Das ist doch Birkenzucker. Machen wir drei. Das verrühren wir dann schnell.
dann 250 Milliliter von unserer Hafermilch oder Mandelmilch, also was ihr wollt. So, und die Banane. Die ich nicht aufkriege. Je reifer die Banane, desto besser. Ganze 10 bis 15 Minuten ruhen und dann können wir es in die Pfanne hauen. Wenn wir in die Pfanne hauen, ist so eine Rede dann, ne? Jetzt schon. Wir haben übrigens so ein fancy Pancake-Ding, was man einfach da reinlegt und dann werden die gleich groß, falls man die fotografieren will. Das wäre eigentlich auch heute wollten, aber ich glaube, ich bin zu richtig dafür. Kann man ja immer machen, ne? Kann man ja immer machen. Was denn? Die fotografieren? Immer Pancakes machen. So. Das jetzt hier in der Pfanne brutzelt, hole ich die Toppings schon mal raus, die wir drauf machen. Und zwar habe ich Ahornsirup, Cowlips. Willst du noch irgendwas, Nick? Erdbeeren vielleicht, oder? Aus dem Eis? Echt? Aus dem Eis? Nur keine Ahnung. Nein, ich will keine kalten. Was willst du? Wir können den noch schnell warm machen, solange. Töpfchen. Aber ich möchte eher so Schoko. Aber wenn du willst, gerne. Die sind, die wir gestern gekauft haben. Nick, willst du die süßen? Also willst du die süß? Vielleicht ein bisschen, ja. Wir machen die übrigens warm. Sag was dazu, man sieht's nicht. Das sieht toll. Nein, was wir warm machen. Ach so. Das sieht toll. Mit ein paar Himbeeren. Nice. Oh, ich weiß, was wir noch für ein Topping holen. Erdnussbutter. Zack. Ihr müsst geduldig sein mit diesen Pancakes, Leute. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich gerade meine kein Koffein und kein Kaffee-Challenge mache. 30 Tage lang. Langsam geht's, wie ihr jetzt seht, aber die letzte Woche ging überhaupt nicht. Und was ich jetzt heute zum ersten Mal probiere, ist Schwarztee, aber entkoffeiniert. Das darf ich nämlich. Ich muss sagen, diese veganen Pancakes sind nicht das Einfachste auf der Welt, weil man sehr auf Temperatur und Zeit achten muss. Ich habe auch ein Rezept vegane Waffeln, die sind viel, viel einfacher, weil man tut es halt länger als normale Waffeln ins Waffeleisen gut ist. Aber hier macht man die Pfanne erst heiß, dann macht man die Pancakes rein, dann lässt man die ganz kurz, dann stellt man die ziemlich weit runter und dann muss man einfach nur mit Geduld warten, bis man die wenden kann. Aber das ist wichtig, weil sonst, ich habe schon so oft versucht, vegane Pancakes zu machen und es war so oft Matschepampe. Ja. Aber jetzt habe ich es raus. So einen Turm ohne ihn kaputt zu machen. Ja, das geht leider nicht. So.
Boah. Ist gut? Sehr schön. Oh Mann. Das Warten hat sich gelohnt, Niklas. Perfekt. Das ist richtig lecker. Aber ich werde das jetzt messy essen. Na klar. Die sind so lecker. Und diesen Toppings, oh mein Gott. Jetzt heißt es für mich erstmal Videos schneiden. Tee trinken. Übrigens, dieser Tee schmeckt so geil. Ich zeige euch mal, welcher das ist. Dieser Tee hier, Leute, ist so hammerlecker. Ich frage mich, also das ist der erste, den ich von Kappa probiert habe. Ich finde den so geil. Ich frage mich, ob die anderen Sorten auch so nice sind. Auf jeden Fall ist das hier der Skinny Minty Minze und Karamell. Und das schmeckt so geil, diese Karamellnote. Amazing. Findest du auch? Milo? 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 Sisi. Ich habe jetzt ungefähr mein halbes Video geschnitten. Dann hatten wir noch ein Coop-Meeting und jetzt haben wir auch schon wieder Hunger. Niklas und ich machen jetzt Asia-Gemüse mit Tofu. Also was ganz Schnelles, ganz Einfaches, weil wir dann bald auch schon Abend essen wollen und nicht zu spät ins Bett, deswegen essen wir jetzt nicht so viel. Ja. Das sind unsere zwei Zutaten. Teriyaki-Soße kommt noch dazu. Das war's auch schon. Haben wir Teriyaki-Soße? Nein, deswegen nehmen wir Sojasauce. Sorry. Wie machen wir die Reihenfolge? Das können wir eigentlich, bevor wir das schneiden, schon mal in den Topf tun. Oh, ich liebe Asia-Gemüse. So, noch, ne? So? Ja. Weil das schrumpft sehr. Vergessen. Ich glaube, das ist okay. Fun Fact, Leute. Wir haben eine Bio-Sojasauce gekauft. Hier, yeah, Bio-Siegel. Die war einfach am günstigsten bei Kaufland an dem Tag. Kikkoman war weg, aber war auch günstiger als Kikkoman, ne? Kikkoman, beste Sojasauce. Aber, tja, die war irgendwie am günstigsten. Ich verstehe nicht warum. Volles 5 Minuten Gericht, ne? Ja. Wenn das Gemüse ungefähr so aussieht, tue ich dann unser Tofu dazu. In der Zwischenzeit mache ich uns Ingwertee. Dafür einfach nur Ingwer klein schneiden. Ich esse das sehr oft. Also fast, ja gut, nicht täglich, ich variiere manchmal das Gemüse. Aber ja, mehrmals die Woche auf jeden Fall. Wir haben noch Lauch
auch Zwiebeln geschnitten, die jetzt auch noch dahin kommen. Und ja, hat echt nicht mehr als 10 Minuten gedauert insgesamt, bis es hier oben steht. Ich würde sagen, essen wir mal. Essen wir mal. Malu isst einfach immer, wenn wir essen. Das ist der Hammer. Und immer, wenn wir abends Serie gucken und auf dem Sofa liegen, liegt er auf diesem Stuhl. Das ist einfach nur ein Traum, der Typ. Und guckt uns an. Ingwer-Tee erinnert mich irgendwie voll an Esri. Also Ingwer-Tee beim Essen vor allem. Falls ihr euch fragt, was Esri ist, das war, also ist eine Summer School für alle möglichen Leute, die sich mit dem Thema Mindfulness beschäftigen, also für Wissenschaftler, Psychologen, Yoga-Lehrer, alles Mögliche. Und ich war auch dort. Ich wurde letztens wieder gefragt, irgendwie, ob ich studiere oder so. Ja, ich bereite gerade meine Masterarbeit vor im Fach Musikwissenschaften und ich beschäftige mich mit Mindfulness, Meditation und so weiter. Das war doch schon, was ich sagen wollte. Das war eine wunderschöne Woche. Das war echt ein Traum. Die Keynotes waren der Wahnsinn. Die Mindfulness- und Yoga-Praxis war richtig geil. Essen war ein Traum. Leute auch. Und ich habe sehr viel gelernt. Kriegst du alles gegessen? Inwiefern? Worauf bezieht sich das? Stäbchen. Ja. Noch mindful eating. Ich auch schon. Ist das mindful eating? Eine Erbsen. Wenn du sie trotzdem nicht schmeckst, dann nicht. Wenn du sie schmeckst, die Textur wahrnimmst, dann ja. Aber achtsam essen finde ich so heftig irgendwie. Weil, also zumindest bei mir ist das so, wenn ich das nicht mache, habe ich so einen Gesamtgeschmack im Kopf zu jetzt diesem Gericht zum Beispiel. So ein Gesamt. So ein undefiniertes irgendwas. Wenn ich das jetzt so langsam esse. Ja. Und halt auf die verschiedenen Texturen achte, die Farben, die ganzen einzelnen Dinge, merke ich erst, wie viel Geschmack in jedem einzelnen Ingredient quasi drin ist. Das stimmt. Und dann schmeckt das voll anders. Und das Gute am Mindful Eating oder am achtsamen Essen ist, dass man dann merkt, wann man satt ist. Sonst verpasst man den Punkt in der Regel immer. Solange die Nudeln gleich kochen und die Kichererbsen, wird das gesamte Gemüse in einer Pfanne mit Gewürzen angebraten. Dann wird das noch irgendwie zusammengemixt und dann haben wir auch schon unser Abendessen. Übrigens, ich mache jetzt noch mal kurz Werbung, machen wir die Protein-Nudeln von Prozess. Die habe ich echt schon einige Male gegessen und die sind ultra geil, denn die haben, wenn ich mich nicht vertue, ja 50 Gramm Protein auf 100. Also gebt euch das mal. Und schmecken wie Vollkornnudeln. Dicke Empfehlung. Und wenn ihr wollt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich alle Prozess-Produkte mit meinem Code kaufen. Blend den mal hier ein. Regina, nicht so schwer. Spart dann 10% und unterstützt mich hier. Und an dieser Stelle direkt schon mal ein riesen Dankeschön an alle, die das jemals gemacht haben. Wirklich, ihr tut mir damit einen riesigen Gefallen. Wir essen jetzt dieses geile Protein, heftig viel Protein, Meal. Gucken dabei, Daredevil gucken wir momentan. Wir sind nämlich große Marvel-Fans. Marvelous. Ja, und danach esse ich noch einen kleinen Nachtisch.
Niklas holt sich gerade noch Wasser und wir sehen uns dann gleich zum Nachtisch. Und zwar gibt es zum Nachtisch ein Schokoriegel. Mir wurden vor kurzem diese Riegel zugeschickt. Von Nu Company heißen die, Nukau heißen die Riegel. Und die sind, Leute, die sind so verdammt lecker. Das ist echt nicht mehr normal. Und das Heftige an den Riegeln ist, dass pro Riegel ein Baum gepflanzt wird, dass die komplett ohne Plastik auskommen. Das hier zum Beispiel ist Zellulose, die komplett abbaubar ist. Der Riegel ist vegan und hat weniger Zucker als ein herkömmlicher Riegel. Plus hat noch, genau, Vitamin C, Magnesium, Eisen und Omega-3. Also das ist einfach nur... Ich bin wirklich schwer begeistert. Aber jetzt muss ich mich entscheiden. Die drei habe ich schon probiert. Die war noch heftig. Der fällt leider raus, weil Espresso ja kein Koffein momentan zu mir nehme. Ich glaube, ich nehme Macadamia-Chai. Ja, du hast gerade einen Baum gepflanzt. Diese Schokolade schmeckt so geil, Leute. Wenn euch dieses Full Day of Eating bzw. What I Eat in a Day gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Und ja, Leute, das war's schon mit diesem Video. Abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch.